Legen wir los mit dem Hauptfenster. Wir haben hier ein komplettes Redesign an den Tag gelegt und das bedeutet, dass wir nicht nur die Oberfläche verändert haben, sondern auch die ganze Technologie dahinter, die wir hier mit sehen. Einige wichtige Veränderungen. Wir haben ein bisschen das Ribbon oben mit umgebaut und was wir zum Beispiel aus dem Bereich hier oben entfernt haben und in einen einzelnen Bereich bewegt haben, sind die Ansichten, also diese bunten Kacheln, die wir im oberen Bereich immer schon vorher sehen konnten. Mit den Ansichten-Anzeigen-Button habe ich jetzt die Möglichkeit, mir eine Liste von meinen Ansichten dort auf der linken Seite von der Oberfläche darstellen zu lassen. Der Vorteil ist, ich kann diese verschiedenen Sichten auch einfacher miteinander kombinieren und komme auch mit einer größeren Anzahl von Ansichten besser zurecht. Wir haben dort eine Kategorisierung durchgeführt. Das heißt, ich habe auf der einen Seite meine Favoriten, also die, die ich vielleicht selbst angelegt habe, vielleicht Kollegen angelegt haben, mit denen ich am meisten arbeiten möchte. Unter Eigene finden Sie all die Ansichten, die Sie selbst angelegt haben. Und unter den öffentlichen Ansichten ganz unten sehen Sie die Ansichten, die Ihre Kollegen angelegt haben oder welche, die Sie selbst auch veröffentlicht haben. Wie kann ich Elemente oder Ansichten veröffentlichen? Das geht hier über dieses Menü an der rechten Seite. Auch das Kontextmenü ist genau dasselbe, wenn ich das mit nutzen möchte. Damit kann ich die entsprechend halt freigeben oder zu den Favoriten hinzufügen. Und das kann ich jetzt aber mal machen. Offene Fehler kann ich zu meinen Favoriten mit hinzufügen und es taucht jetzt eben entsprechend hier oben mit auf. Auch eine charmante Kombination ist, wenn ich mir vielleicht zwei Sichten miteinander kombinieren möchte. Also ich gehe mal rüber zu den Fehlern, nehme jetzt diese offene Fehleransicht und könnte mir jetzt ebenfalls sagen, dass ich die Elemente sehen möchte, die sich nur auf das Release 1.0 miteinander beziehen. Und das kann ich mit dem Button kombinieren jetzt hier erreichen und dann werden diese beiden Sichten eben miteinander verschachtelt und ich sehe nur das, was für beide eben entsprechend mit gilt. Also hier nur geschlossene Elemente, gleichzeitig nach der Signifikanz gruppiert, die sich in der Zielversion 1.0 mitbefinden. Und möchte ich alle Elemente wieder mitsehen? Na klar, auf diesen Button hier oben mit. Ja, die Suche hilft mir eben entsprechend schnell, irgendwelche Elemente mitzufinden. In meiner Liste von Sichten und insgesamt hatten wir ziemlich gutes Feedback von unseren Usern mitbekommen, die halt gerne mal zwischen ein paar Sichten mit rumswitchen und da dann halt sehen müssen, was sich bei den Elementen mit verändert und da über die Kombination halt sehr viel erreichen konnten. Eine kleine weitere Verbesserung, die wir hier noch hinzugefügt haben, ist, wir haben die Sichten typisiert. Also zum Beispiel, wenn ich mir die offenen Fehler anschaue, dann habe ich die in der alten Aqua-Version genauso gut zum Beispiel auf die Anforderungen anwenden können. Macht nicht besonders viel Sinn. Aqua hat das auch immer ganz schlau dann schon weggefiltert, diese Elemente, die man nicht applizieren konnte in den Filtern, in den Gruppierungen und ähnliches mit. In der 19.1 sind wir jetzt ein bisschen weitergegangen und haben die Möglichkeit geschaffen, dass wir diese entsprechend nur für einen gewissen Typ mit anzeigen lassen können. Also ich könnte zum Beispiel sagen, dass ich diese offenen Fehler gar nicht für Testfälle, Anforderungen, Testszenarien sehen möchte, sondern nur entsprechend für diesen Fehlertypen mit. Und ja, damit verschwindet das Ganze dann auch aus meiner Liste, wenn ich mich in den Anforderungen befinde und taucht dann entsprechend auf, wenn ich mich in der Fehlerliste mit befinde. So, genug vielleicht von den Anforderungen für den Moment. Eine große Umstellung, die wir mitgemacht haben, und damit sind wir jetzt konsequent den Weg gegangen, den wir schon mit den einzelnen Elementfenstern beschritten haben, ist, wir haben die Navigationsbereiche hier auf die linke Seite mitgezogen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zwischen dem Dashboard wechsle zu Berichten mit, zu einer Navigation, dann habe ich das nicht mehr in dem unteren Bereich der Lösung, sondern es ist halt ganz links zu finden und deckt sich eben mit dem, was wir in den einzelnen Elementfenstern mitgeschaffen haben, wo wir das eben auch schon links reingezogen haben. Klar, es lässt sich halt verkleinern. Das heißt, wenn ich schon so ein bisschen länger gewohnt bin, was diese einzelnen Bereiche mitmachen, kann ich mir auch noch ein bisschen mehr Platz mitschaffen. Feedback, das wir im Vorfeld bekommen hatten, ziemlich viele User hatten, gerade wenn sie neu anfingen, mit Aqua zu arbeiten, diesen unteren Bereich öfters mal übersehen. Und dadurch haben wir das halt einfach mal konsequent nach links gezogen und dadurch halt sehr viel besseren Einstieg für neue User mitschaffen können. Ein paar weitere Elemente haben sich noch hin und her bewegt. Wir haben es so ein bisschen optimiert, ein bisschen mehr die Dinge in den Vordergrund gezogen, mit denen man halt täglich schnell arbeitet und Dinge, die man halt vielleicht nicht so oft benutzen möchte, ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die rekursive Ansicht an- und ausschalten möchte, ist fast ein beliebter Trick, um sich dann Elemente, die man sehen wollte, auszublenden. Ist das hier unten mit reingegangen. Das heißt, ich kann über diesen Button eben definieren, ob ich das sehe, was sich in einem kompletten Projekt befindet.
oder eben entsprechend nur in einem Ordner selbst mit. So, was haben wir noch an der Oberfläche hiermit geschaffen? Ein paar kleinere Tweaks, die sich so im täglichen Arbeiten irgendwie mit auszahlen. Sie können auch hier zum Beispiel einen Link auf ein Element mit kopieren, wenn Sie sich jetzt direkt in der Navigationsansicht in dieser Liste hiermit befinden. Wir haben die Möglichkeit, in einem Kontextmenü Elemente zu archivieren. Und das haben wir auch ausgeweitet auf komplette Projekte. Das heißt, ich kann komplette Projekte archivieren. Und die würde ich dann als normaler User gar nicht mehr mit mir anzeigen lassen können, außer ich würde mir halt eben archivierte Elemente auch zusätzlich hiermit einblenden lassen. Das Default ist, Aqua zeigt diese Elemente nicht und das heißt, dass ich halt so ein aktives Working Set habe, mit dem ich tagtäglich arbeiten kann und Dinge, die mich nicht so sehr interessieren von den Projekten her, ich damit halt nach hinten schieben kann, beziehungsweise abgeschlossene Projekte, nicht Projekte, die mich interessieren, sondern vielmehr Projekte, die schon fertig geworden sind oder Teilbereiche in meinem Projekt, die eigentlich keine Relevanz mehr für das tägliche Geschäft mit haben, aber eben aus Revisionsgründen zum Beispiel noch weiter vorgehalten werden. Etwas, das mir immer ziemlich viel noch geholfen hat, ist die Möglichkeit, passend zu einem Element zu kommen, das ich bereits irgendwann mal mit geöffnet habe. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel dieses Artikelmenü aufgemacht habe, dann jetzt, sagen wir mal, die Attribute Profil mit anschaue, dann wächst ja diese Anzahl von Tabs halt konsequent mit weiter. Wenn ich dann nochmal zu dem Artikelmenü kommen möchte, und das vielleicht 3 Stunden später, will ich mir das ungern hier aus dieser Liste mit raussuchen. Mit der neuen Version haben wir es geschafft, dass wir direkt zu diesem Tab wieder mit hinspringen. Mag wie eine Kleinigkeit wirken, aber das ist so im täglichen Arbeiten nochmal sehr viel flüssiger geworden damit. Und ja, das gilt natürlich für all die Elementtypen, also alle Tabs, die ich hier geöffnet habe. Mit einem weiteren Klick komme ich dann direkt wieder zu diesem Element aus dem Hauptmenü, wenn ich schon einmal mit geöffnet habe. Das funktioniert, solange ich in einem Fenster bleibe, in 2 Fenstern, da macht schon die Sandbox eines Browsers halt da dicht, da kommt man nicht dran. Und das Ganze funktioniert auch in Firefox, in Chrome, in Safari. Für den Internet Explorer haben wir das, glaube ich, nicht einstellen können, was einfach nur an den Berechtigungen des Browsers mitliegt. Allerdings in einem modernen Browser, da sind sie ziemlich flüssig damit unterwegs und finden schnell die Elemente, die sie brauchen. Schnell Elemente finden, mit denen man arbeitet, Favoriten. Hier oben sehen Sie keine Favoriten und das sind jetzt die Favoriten für die Projekte, die ich hier drunter mit angezeigt bekomme. Das heißt, ich kann mir die Projekte oder Ordner, die für mich relevant sind, sei es zum Beispiel dieser Bereich anmelden, zu meinen Favoriten hinzufügen. Und könnte mir jetzt, sagen wir mal, dieses Cucumber-Projekt finde ich auch nochmal relevant für mich. Jetzt kann ich eben schnell zwischen diesen Ordnern entsprechend switchen. Sehe hier meinen Anmeldebereich, finde hier meinen Cucumber-Bereich mit. Muss mich also gerade in komplexeren Strukturen, komplexeren Ordnerbereichen, die ich aufgebaut habe, nicht mehr durchhangeln, sondern komme eben schnell zu den Dingen, mit denen ich täglich arbeiten möchte. Und möchte ich sie entfernen, klar, einfach mit einem Rechtsklick drauf und ich habe meine Favoritenliste wieder entschlackt. Die Möglichkeit, dieses Grid, diese Vorschaubereich halt zu einzustellen, da ist Aqua ja unglaublich flexibel. Und um diese Möglichkeiten nicht zu sehr zu verstecken, haben wir sie die oben in die Elementübersicht mit reingenommen. Das heißt, welche Spalten ich dort sehen kann, kann ich direkt hier entsprechend mit rausnehmen, welche Elemente ich dort irgendwie mit filtern kann. Das wird so ein bisschen nach vorne mitgestellt. Habe ich dort irgendwelche Sachen umgestellt, die ich gar nicht mehr so sinnvoll finde? Ich kann auch jederzeit auf einen Standard zurückspringen und mir das wieder anzeigen lassen, was standardmäßig entsprechend für diesen Elementtyp definiert wurde. Das, was hier eingestellt wird, das ist immer auch pro Projekt und pro Projekt halt entsprechend definiert und Sie können halt diese Ansichten zwischen den Projekten auch wechseln. So, das heißt, Navigationsbereich, Listen suchen, Ordner Favoriten. Ah, genau. Ein weiterer spannender Punkt für uns war die Barrierefreiheit. Was wir mit Aqua machen wollten, ist eben die Zugänglichkeit für eine breite Usermasse stark zu verbessern. Und die BITV 2.0 gibt dort eine Reihe von Regeln mit vor, die man da anwenden kann und sollte. Wir haben da nochmal ein gutes Stück nach vorne mitgemacht und speziell die Tastaturbedienbarkeit unglaublich verbessert mit.
Das heißt, wenn Sie viel mit der Tastatur schnell unterwegs sind, dann ist das hier in einem 19.1 sehr viel einfacher, sehr viel bequemer mit möglich. Und wir haben das Ziel, dass wir hier komplett tastaturbedienbar sind, dass die Tab-Reihenfolgen vernünftig sind, dass Sie wirklich flüssig damit arbeiten können. Und da gibt es verschiedene Dinge, die wir damit gemacht haben. Das eine ist halt, ich kann direkt per F4-Taste zum Beispiel zu einem gewissen Bereich mit reinspringen, bin jetzt hier in meinen Favoriten, hier in meinen Projekten und hier jetzt zum Beispiel wieder in der Elementliste mit. Shortcuts haben wir entsprechend mit definiert für verschiedene Dinge. Wenn Sie über den Button hovern, dann können Sie das auch wieder entsprechend mitsehen. Und ansonsten probieren Sie sich mal ein bisschen durch die Lösung mit durch. Das lässt sich in dem Webcast, glaube ich, gar nicht so schnell einfach mit zeigen, wie Sie es einfach mal durchprobieren können. Aber halt mit der Tastatur, mit der Tab-Taste kommen Sie hier wirklich sehr schnell, sehr gut zurecht. Zusätzlich mit der Möglichkeit halt über F4 diese Bereiche mit anzuspringen. Und dann auch noch was ganz Spannendes, was ganz Neues mit. Wir haben einen sogenannten Kommandomodus mit eingebaut, um die Tastatur, bei die man kann, immer fast auf die Spitze zu treiben. Bedeutet, ich kann halt über die Taste F10, kann ich die ganzen Befehle, die mir halt die Lösung in dieser Maske gerade zur Verfügung stellt, entweder passend einfach mit einem Dropdown hier auswählen, oder ich kann das Ganze eben auch ausschreiben. Und wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte, keine Ahnung, zum Beispiel aktualisieren, tippe ich los und er macht es mit Autocompletion, so komme ich zu den passenden Befehlen, die ich hier mit nutzen kann. Wenn Sie eben die Maus einfach mal zur Seite schieben möchten, genau das Richtige mit. Und das macht es halt an verschiedenen Stellen einfach nochmal flüssiger mit der Lösung zu arbeiten und zieht sich auch in den kompletten Bereichen hiermit durch. Das heißt, in all den Fenstern haben wir hier die verschiedenen Möglichkeiten. Wenn ich jetzt einen Testfall ausführen möchte, dann kann ich das einfach über diese Kommandozeilenkombination mitmachen. So. Irgendwelche Fragen vielleicht? Ich glaube, da ist schon gerade was auf meiner Seite hier aufgeblitzt. Stefan, hast du irgendwelche Fragen gesehen? Ja, der fragte nach dem Rich Client. Rich Client hat einige Verbesserungen mit, allerdings der Fokus, den wir mit der neuen Version mit geschaffen haben, ist halt, den Web-Client stark nach vorne zu bringen. Wir haben von vieler Seite eben den Wunsch ausgedrückt bekommen, dass der Web-Client doch möglichst den Desktop-Client halt im Funktionsumfang gleichgeschaltet werden soll. Das ist ein Pfad, auf dem wir uns schon länger mit bewegen und mit dem wir halt hier auch sehr viel wieder mitgemacht haben. Das heißt, diese Dinge, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die befinden sich jetzt momentan nur in dem Desktop-Client, Entschuldigung, nur in dem Web-Client. In dem Desktop-Client ziehen wir solche Sachen nur so weit nach, dass es kompatibel zueinander ist. Die meisten Verbesserungen allerdings befinden sich bei uns ganz klar in dem Web-Client mit dem langfristigen Ziel, den Desktop-Client halt hundertprozentig in dem Web-Client abgelöst zu haben und damit viel offener bezüglich Plattform und bezüglich Verteilbarkeit der Lösung halt mit sein zu können. Irgendwelche weiteren Fragen vielleicht von Ihrer Seite? Wenn Sie nicht tippen mögen, ich kann Ihnen auch gerne das Mikrofon freigeben. Die Stummschaltung ist aktiviert. Die Stummschaltung ist aufgehoben. Haben Sie Fragen? Ja, hallo. Ich habe mal, hätte mal gerne gewusst, eben war ja diese Kommandozeilengeschichte, die Sie kurz erwähnt haben. Kann man dort so eine Art Batch ausführen? Das heißt, dass man mehrere Kommandos in einer Art Reihenfolge ausführt, dass man so eine Art Workflow hinterlegen könnte? Interessante Idee. Wir haben hier jetzt keine Kombination von Befehlen jetzt in der, ich sag mal, 1.0-Version hiervon entsprechend mit aufgebaut. Sie könnten sicherlich mehrere Befehle nacheinander mit durchführen lassen, die Sie halt in diese Kommandozeile mit reinpipen. Standardmäßig jetzt nichts, was wir vorhergesehen haben, muss ich zugeben. Klingt nach einer interessanten Idee. Insgesamt haben wir, muss ich zugeben, auch noch eine Reihe von weiteren spannenden Ergänzungen von dieser Kommandozeile, die wir noch in unserer Verbesserungsliste mit haben oder weiteren Umsetzungen dort mit haben. Wir haben allerdings jetzt hier eine tatsächlich gute Möglichkeit geschaffen, ersten Einstieg mitzuhaben.
Weitere Dinge werden da noch folgen. Wir wollen das so ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen. Ich würde gerne zum Beispiel auch das, was wir in der Suchmaske mit haben, halt gleichzeitig in diese zentrale Kommandozeile mit reinnehmen und die ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen. Jetzt in der Version 1.0 ist es halt eben für die Tastaturbedienbarkeit sehr gut. Können Sie die kombinieren? Wenn Sie nacheinander die Befehle dort rein eingeben, dann ja. Eine Pipe-System oder ähnliches, mit wie man das vielleicht von dem Unix-System kennt, haben wir hier jetzt noch nicht zunächst vorgesehen. Aber eine interessante Idee. Ich sehe noch gerade die Frage nach Tastaturkürzeln. Ja, diese ganzen Tastaturkürzeln, die muss man sich nicht alle merken. Klassisch gibt es eine F1-Taste hier. Ich nehme mal kurz den Fokus mit rein. Und hier können Sie eben sehen, was Sie für Shortcuts mit haben. Ganz unten links die F4-Taste, F10 ist halt unter Navigation die erste diese Befehlseingabe. Das sind die wichtigsten Shortcuts, die wir hiermit haben. Ansonsten, wenn Sie über Buttons mit hovern und die haben noch einen Shortcut, dann wird auch das entsprechend mit angezeigt. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendetwas verändere und ich jetzt zum Beispiel auf den Speichern-Button gehe, dann sehen Sie das mit Ctrl-S, kann ich auch dies hier jetzt komplett halt mit speichern. Martin, es kam noch eine Frage zu Edge. Könntest du dazu was sagen? Microsoft Edge, ja. Microsoft Edge, wenn ich mich da nicht täusche, switcht ja selbst nochmal auf die Chromium Engine mit um. Da müsste sich das eigentlich komplett gleich verhalten. Wir haben es auf auf Edge mit getestet, noch in der Oldschool-Variante auch mit. Was heißt Oldschool? Noch mit der letzten Variante. Das funktionierte. Wir haben allerdings nicht den Edge in unserem regulären Regressionstest. Also nicht jede Version wird im vollen Umfang auf Edge mitgeprüft. Das machen wir halt für Firefox, Chrome, Safari und den Internet Explorer so gut wie es geht. Also Edge sollte funktionieren, aber wir geben keine langfristige Garantie dafür. Wobei ich denke, dass sich das halt in Zukunft stark vereinfachen wird, weil er dann wahrscheinlich genauso wie der Chrome reagieren wird. Es kam noch eine Frage zu den Bezeichnungen der Favoriten. Siehst du die, Martin? Mhm. Im Chat. Genau, ich lese mal ganz kurz vor. Wäre es nicht clever, wenn bei der Favoritenbezeichnung der Projektname vorangestellt würde? Hilft vielleicht bei der Identifizierung bei gleichen Objektbezeichnungen in unterschiedlichen Projekten? Ist korrekt. Wir haben auch überlegt, ob man die nicht vielleicht irgendwie einfach umbenennen kann oder ähnliches mit. Sie könnten sich dann auch hier sagen, dass das Ganze jetzt aus Automation Cucumber mitkommt. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, da nochmal nachzuhelfen. Das heißt, es ist also dieser Favorit umbenannt worden, nicht der Ordner selbst, und können das dort reinkodieren. Ansonsten ist es auch mit dem Tooltip, den ich darüber halt sehe, wenn ich darüber bleibe, kann ich dann sehen, wo sich das Ganze mit befindet. Wir haben bewusst nicht zu viel Information mit reingesteckt, einfach damit es halt nicht zu lang wird, weil irgendwie der Pfad ist auch wieder relevant, nicht nur das Projekt, in dem man sich dort mit befindet. Also unsere Kunden setzen diese Ordnerstrukturen ganz unterschiedlich mit ein. Ideal ist es, das Ganze sehen zu können, aber das ist natürlich dann wieder unsinnig, wenn ich mir deinen riesigen String wieder mit anzeige, bei dem ich scrollen muss, sondern das können Sie sich hier freigestalten, wie das für Sie passt. Okay, danke. Super, okay. Dann springe ich mal wieder in die Lösung. Wie gesagt, Fragen gerne jederzeit einfach mal. Unterbrechen Sie mich, wenn Sie möchten. Weiter machen wir mal mit der Voransicht. Wir haben noch zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, für Testfälle und Testszenarien sehen zu können, welche Schritte hier entsprechend mit enthalten sind. Also hier sehe ich ganz unten in diesem Bereich halt nicht nur diese Details, die Abhängigkeiten und den Verlauf, sondern eben auch zusätzlich jetzt halt auch die Testschritte in der Lösung mit. Sehr hilfreich, wenn ich den passenden Testfall mitfinden möchte, denn idealerweise hat man in der Beschreibung schon ein bisschen mit beschrieben, was da tatsächlich, was die Idee dieses Testfalls mit und was er mit macht. Ich selbst kenne das allerdings, wenn man wirklich verstehen möchte, was dieser Testfall mit macht, am sinnvollsten geht man mal ganz schnell die Testschritte mit durch und sieht, wie das Ganze da durchläuft. Und bei Testszenarien ist natürlich dann auch interessant, welche Testfälle mit enthalten sind.
Und auch das können Sie halt mitsehen, indem Sie sich die Testfelder hier mit anzeigen lassen. Und ja, also die Voransicht ist nochmal um diese Möglichkeit mitgewachsen, auch Feedback von unserer User-Mannschaft mit. Lassen Sie mich kurz schauen. Views kann ich in weitere Ordner mit kopieren. Die Möglichkeit haben wir noch geschaffen, per Drag-and-Drop Elemente mit zu verschieben. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel dieses Test für Projekt ABC könnte ich jetzt in meinen Beispiele-Ordner mit verschieben. Also auch hier bewegen wir uns halt mehr und mehr in dem, was halt der Desktop-Client bisher dem Web-Client noch vorausgehabt hatte und verbessern hier stückweise diese ganzen kleinen benutzerfreundlichen Aktivitäten, damit man einfach schneller mit der Lösung arbeiten kann. So, ich gehe noch mal kurz meine Notizen mit durch, was ich Ihnen noch weiter zeigen möchte. Die Testfallvoransicht. Martin, Frage? Ja, bitte. Grüß dich. Kurze Frage, dieses Drag and Drop, kann ich das mit, wenn ich mehrere markiere, gleich mehrere mit verschieben oder wie ist das umgesetzt? Ja, ich muss mal selbst kurz mit schauen. Wenn ich sage, ich zwei, drei Stück markieren. Genau, ich habe jetzt hier mal zwei Elemente mit verschoben oder markiert und verschiebe die jetzt in den Bereich Bestellung und er hat die jetzt nacheinander mit halt drüber bewegt in den passenden Ordner mit. Also ja, ich kann also mehrere Elemente in einem Abwasch dann halt umbewegen. Okay, perfekt, danke. Gerne. Weitere Detailverbesserungen mit, wenn man sich mal in den Testfall mit reingeht. Testschritte haben uns gerade in der Voransicht mit angezeigt. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass wir hier einen neuen Button haben, um den Schritt hinzuzufügen. Und zwar, der übliche Workflow ist halt, ich gehe rein, gebe einen neuen Schritt ein, sagen wir mal, füge einen neuen Schritt hinzu, bin dann in den Anweisungen, bin halt dann dabei, entsprechende Schrittdetaillierung halt einzufügen. Und was wir halt hier in den Vordergrund heben, ist halt der Texteditor, den wir ja, die Möglichkeit geben, hier nochmal was zu formatieren und eben Rich Text zu bearbeiten. Wenn ich nicht den Fokus wieder hier in diesen Bereich mit reinsetze auf irgendein anderes Element, habe ich gar nicht die Möglichkeit, einen neuen Schritt mit hinzuzufügen. Und daher sind auch so Kleinigkeiten mit hinzugekommen, wie eben die Möglichkeit, hier über den Button jederzeit, auch wenn ich gerade in dieser Maske bin, weitere Schritte mit hinzuzufügen. Eine weitere Verbesserung, die ich sehr gut finde, wenn ich gerade so ein bisschen in der Historie von Elementen mit rumschaue und Details sehen möchte, was sich geändert hat, wenn ich gucke mir mal gerade nach einem passenden Element, wo ich das ein bisschen besser zeigen kann. Wenn ich zum Beispiel Anforderungen habe, meine Beschreibung, genau, mache ich das Ganze mal mit auf. Und mein neuer Text, speichere das Ganze. Dann kann ich in dem Verlauf jetzt hier eben sehen, was sich dort zwischen den Elementen mit verändert hat und habe halt ein Highlighting von dem, was dort geschehen ist. Und das geht auch ein bisschen weiter durch, wenn ich jetzt neu mit rausstreiche, das Ganze verspeichere, im Verlauf hier damit ansehe, dann sehe ich, dass hier dieser Text entsprechend rausgenommen wurde. Und das macht es für mich halt klarer, um verstehen zu können, was dort zwischen den einzelnen Aktivitäten halt mit passiert ist. Aber die Frage ist, was mit der Datenbank? Kurze Frage, wird das dann in der Datenbank auch gespeichert? Also ich gehe mal davon aus, aber das macht die Datenbank ja dann größer auf an der Stelle. Nee, in der Datenbank ist genau dasselbe mit gespeichert. Das ist ehrlich gesagt nur die Darstellungsform, die wir dort halt mit nutzen. Also das ist jetzt nicht, dass wir dort mehr Daten hinterlegen, sondern dass wir die einfach schlauer mit anzeigen. Okay. Martin? Ja. Welche Art Schnittstellen werden unterstützt, um automatisierte Workflows in einer Toolkette zu realisieren? Gibt es Referenzprojekte? Ja, geht so ein bisschen über eine Release-Vorstellung gerade raus, diese Frage. Da kann ich ganz kurz drauf mit eingehen. Das können wir aber auch gerne im Nachgang nochmal mit vertiefen, speziell zu Referenzen und den Möglichkeiten, die damit hat. Mit automatisierten Workflows meinen wir hier jetzt Automation oder meinen wir Workflows, die sich innerhalb, sagen wir mal, einer Anforderungsbearbeitung, einer Zusammenarbeit zwischen Personen mit befinden? Ganz kurz nachgehakt.
Das heißt, ich habe es verstanden, jetzt zu den zu verschiedenen Tools mit. Zwischen den Systemen und Tools. Ja, also wir haben die Möglichkeit, über die Aqua-API halt uns mit verschiedenen Tools mit auszutauschen. Da gibt es halt verschiedene Custom-Implementierungen, die wir halt für Kunden oder die Kunden selbst geschaffen haben. Dazu haben wir einige Standardanbindungen zu verschiedenen Werkzeugen mitgeschaffen. Das sind halt eine Reihe von Testautomatisierungswerkzeugen, die wir sehr bequem aus Aqua verwalten, steuern, parametrisieren, diese Tests entsprechend durchführen lassen, monitoren lassen. Darüber hinaus gibt es halt die Möglichkeit, zum Beispiel sich mit Jira sehr gut zu verbinden. Dafür haben wir ein Plugin, dafür haben wir noch zusätzlich einen Synchronisationsmechanismus. Das heißt, ich kann halt die Aqua-Welt mit einem Drittstool eben wie Jira oder anderen Werkzeugen halt synchronisieren lassen, also einen automatischen Datenabgleich erstellen lassen. Wir haben Verlinkungen zwischen den verschiedenen Systemen, die ich dort mit erreichen kann. Da kann ich aber auch gerne nochmal im Nachgang für ein Gespräch zur Verfügung stehen, sofern das interessant ist. Da haben wir jetzt in diesem Release die API nochmal mit erweitert. Aber wie gesagt, das ist schon ein bisschen mehr eine generellere Frage. Wann wird der Agile im Webclient vollständig nutzbar werden? Sehr gute Frage. Zurzeit ist er noch mit einem Placeholder mit versehen. Das ist nämlich genau das, was wir für das nächste Release anvisiert haben, wo wir hoffen, dass wir Ihnen in 3 Monaten entsprechend das agile Board dann auch im Webclient zur Verfügung stellen können. Es ist etwas, das auch wir schmerzlich vermissen im Aqua-Team. Wir nutzen das Agile halt sehr, sehr viel und probieren aber eigentlich 100% im Webclient zu arbeiten. Und insofern auch hier der Wunsch von vielen Kunden und von unseren Mitarbeitern mit, das agile Board ist genau der nächste Meilenstein, den wir nach 19.1 mit der Punkt 2 dann halt erreichen werden. Gut, was hat sich noch mitgetan? Ein ganz großer, spannender Bereich, gerade auch auf dem Weg halt, den Desktop-Client abzulösen, ist der Bereich Berichte. Wir haben hier die Berichtsdarstellung nochmal überarbeitet, auch hier die Trennung zwischen den selbst erstellten Berichten, öffentlichen Berichten mit, aber eben auch genauso wichtig die Möglichkeit, nach einem Bericht halt suchen zu können. Das heißt, wenn ich hier die Fehlerstatusberichte sehen möchte, finde ich die halt sehr schnell über diese Suchfunktion mit. Und dann ist auch ganz besonders wichtig, wenn ich mir jetzt einen solchen Bericht damit habe, dann kann ich den natürlich nicht nur jetzt ausleiten innerhalb des Webclients, sondern ich kann eben auch den halt editieren. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Also hier sehen wir jetzt den Teststatusbericht in AquaMet, den ich hier über verschiedene Seiten dann mal durchscrollen kann und auch entsprechend ausleiten in diverse Formate mit. Aber das große Novum ist eben die Möglichkeit, die Eigenschaften eines Berichtes und halt eben auch das Layout, also das eigentliche Template des Berichtes, selbst anpassen zu können. Mit den Eigenschaften meinen wir, was für Informationen zieht eigentlich ein solcher Bericht? Wie lädt er Informationen? Fragt der Benutzer nochmal mit nach? Oder braucht er diese Informationen gar nicht? Etc. Das kann ich halt über den Webclient konfigurieren und ich kann auch diesen Bericht im Webclient komplett editieren. So, ich warte noch einen kleinen Moment, bis sich da unsere ID entsprechend mit aufbaut. So, nun sehen Sie, dass wir hier jetzt den Editor entsprechend in dem Webclient mit haben. Zusätzlich finde ich auch noch sehr, sehr hilfreich diese Übersicht, was sich in welchem Band mit befindet, was gerade bei dem Einstieg es ein bisschen klarer macht, wo diese Informationen herkommen, auf welche Bereiche sie Zugriffe haben, gerade in diesem Segment und auf welche entsprechend gerade nicht oder wo man nochmal was umbauen muss. Das hilft es also, eigene Berichte entsprechend mit aufzubauen und in dem Bericht halt entsprechend verändern zu können. Ansonsten sind wir da stolz, dass wir hier diesen großen, wichtigen Meilenstein mit geschafft haben und wie gesagt, ein weiterer Schritt, um den Desktop-Client da pari-pari im Web-Client zu sehen. Ja, einen Bericht möchte ich jetzt nicht mit Ihnen editieren. Das ist immer noch ein bisschen tiefergehendes und langfristigeres Thema, aber Sie sehen, ich kann hier reichlich viele Optionen mit nutzen und entsprechend die Berichte nach Ihrem Gutdünken entsprechend mit anpassen. So, dann, was vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, die Möglichkeit, eine Reihe von Elementen nacheinander zu bearbeiten. Wenn ich mir zum Beispiel diese 3 hochwichtigen Elemente mit anzeigen möchte und die nacheinander mit meinen Kollegen durchgehen will, dann kann ich jetzt 3 Elemente mit selektieren und die entsprechend mit öffnen
Was die Lösung macht, ist jetzt nicht drei verschiedene Reiter dazu mit aufmachen, sondern eine sogenannte Stapelbearbeitung, zwischen der ich jetzt zwischen diesen Elementen mitspringen kann. Also ich habe jetzt hier die Möglichkeit, als nächstes dieses weitere Element mit anzeigen zu lassen und halt zwischen diesen drei Elementen entsprechend mich hin und her zu bewegen, sodass ich so ein bisschen einfacher das abändern kann, was ich mit, mir vorgenommen habe, mit den Kollegen entsprechend mit durchzugehen, ohne dass ich halt zwischen der Navigation und den Elementen zu sehr mit springen muss. Das kann also ziemlich hilfreich sein in der Abarbeitung von Elementen mit. Ich sehe, da kommt auch noch eine Frage mit. Frage im eigenen Berichtswebinar, ja, das ist denkbar. Dann müssten wir uns nochmal zusammensetzen, wann da vielleicht gute Zeiten mit wären, was da Inhalte mit wären. Können wir uns gerne auch im Nachgang nochmal austauschen, was Sie da für Content vielleicht sehen wollen würden, was da interessant ist, wie sich das jetzt in diesem neuen Online-Editor halt mit verhält. So, die Stapelverarbeitung habe ich gezeigt. Ich hatte doch noch gerade etwas, was ich noch mit nutzen wollte. Das Kopieren. Ach ja, genau, eine wichtige Änderung, auch wenn es wieder fast ein kleines Detail auf den ersten Blick scheint. Das ist halt so, wenn man es vermisst, dann ist es stark. Wenn man es da hat, dann merkt man es eigentlich kaum. Und zwar, ich könnte jetzt zum Beispiel einen neuen Fehler mit anlegen. So, den nenne ich einfach mal AA. Speichere und schließe das Ganze und springe halt zurück zu meiner Liste von Elementen mit. Da habe ich vielleicht nicht die beste Ansicht gerade gewählt. Setze ich hier mal mit zurück und nehme die Signifikanz hier mit rein. Der wichtige Schritt für uns ist, dass ich halt nach dem Anlegen eines Elementes, nach dem Verändern eines Elementes, wenn ich wieder in diesen Navigationsbereich zurückspringe, sich diese automatisch aktualisiert. Das heißt, in der Vergangenheit musste man eben nochmal dediziert den Aktualisieren-Button drücken, was bei vielen Benutzern so eine Irritation geführt hatte. Also ich habe doch gerade ein neues Element angelegt. Wo ist denn das jetzt plötzlich verschwunden? Und sich diese Maske eben nicht automatisch neu geladen hatte. Das passiert hier jetzt direkt flüssig. Da merken Sie eigentlich gar nicht, dass da irgendwas im Hintergrund geladen hat, sondern wenn Sie was Neues anlegen, wenn Sie da was verändern, wird das automatisch auch hier in der Navigation mit bearbeitet dargestellt. So, was haben wir noch? Ein paar Dinge, die würde ich gar nicht fast live zeigen wollen. Das ist so ein bisschen mehr im Hintergrund. Wir haben die LDAP-Authentifizierung noch mit erweitert. Da können Sie mittlerweile mehrere LDAP-Server mit kombinieren. Weitere Test-Tools, die wir mit unterstützen, Ranorex 9 zum Beispiel mit darunter. Die Anzahl der Durchführungen, die in einem Report geladen werden, können Sie mit definieren. Unterstützung von mehr als 1000 Projekten, falls das durch den Datenbanktyp limitiert wird, haben wir ebenfalls mitgeschaffen. Also da gibt es noch einiges an Detailverbesserungen, die sich damit in der Lösung noch befinden. Was habe ich dann noch vielleicht, was ich Ihnen zeigen möchte? Lassen Sie mich kurz meine Notizen durchgehen. In der Zwischenzeit gerne auch Fragen. Im Chat habe ich im Augenblick keine weiteren Fragen. Hallo, Martin hier. Hi. Hört ihr mich? Hi. Hi, Till. Ja, und deutlich. Okay, ich habe eine Frage zum Berichten, weil bei mir ist es jetzt aktuell so, dass ich diesen Neubutton, dass er nicht enabled ist, sind dafür spezielle Rechte erforderlich? Woran kann das liegen? Die Möglichkeit, Berichte neu anzulegen, meinst du? Also genau dieser genau. Button hier? Ja, dieser Neubutton ist bei mir disabled, also grau. Würde ich vermuten, dass das mit den Rechten mit zusammenhängt. Also wir haben definiert, wer da was mitmachen kann. Können wir gerne aber auch gemeinsam mit dem Support nochmal mit klären, ob da irgendwie noch was falsch eingestellt ist, dass das halt in den Rechten oder Ähnliches mit vorgegeben ist. Es könnte auch mit der Lizenzierung zu tun haben, aber können wir damit klären. Also ist jetzt meiner Meinung nach kein Kniff in irgendeiner Art und Weise notwendig, um den dort aktivieren zu können. Also ich habe hier auch nichts gemacht, erst dann direkt bei mir mit entschieden, zu der Möglichkeit halt neue Berichte anlegen zu können. Aber das klären wir gerne halt über den Support. Danke. Ich gebe den Kollegen nochmal Bescheid.
Gut, weitere Fragen vielleicht noch? Im Chat haben wir keine Fragen mehr. Gut, dann vielleicht die letzten zwei Dinge, die ich noch gerne heute mit beschreiben möchte. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass Sie die Elemente hier in dieser Voransicht beziehungsweise in einem Element selbst mit, also die welche Felder wir haben, dass Sie die jetzt gruppieren können und dass Sie diese Gruppen auch entsprechend auf- und zuklappen können. Das ist halt gerade bei komplexeren Projekten oder Dingen, die halt für die eine Reihe von Stakeholdern interessant ist, als für die andere, sehr hilfreich, um da entsprechend viel Information unterbringen zu können, aber die Oberfläche halt nicht zu überladen und das so ein bisschen zu verschlanken und die Dinge zu sehen, die man halt wirklich jetzt braucht, die man halt, sehen möchte, und wenn irgendwas für mir versteckt ist, dann kann ich das entsprechend mit aufklappen lassen. Das Ganze ist auch smart umgesetzt. Also wenn Sie da zum Beispiel auch irgendein Pflichtfeld darunter haben, dann wird Ihnen das nicht mit versteckt, sondern Aqua zeigt Ihnen da an, dass Sie da noch Informationen haben, die da zum Beispiel ausgefüllt werden müssen und Ähnliches mit. Also das ist auch nochmal eine Verbesserung, die da mit umgesetzt wurde. Und eine Verbesserung, die uns auch viel mithilft, ist, also wir nutzen das Projekt-Dashboard bei uns live mit einem Fernseher an der Wand mit, und das aktualisiert sich jetzt automatisch selbst. Das hat so ein bisschen einen größeren Refresh-Zyklus, das heißt, alle 5 Minuten lädt sich das hier mit selbst. Allerdings können Sie dann halt schön über den Tag sehen, wie die Projekte da vorankommen und was da alles überhaupt sich getan hat. Wichtig auch bei diesem Projektboard, also Sie haben nicht, im Gegensatz zu dem Desktop-Client, der mir immer das Dashboard für ein Projekt mit anzeigt, haben Sie hier halt in diesem Dashboard die Möglichkeit, verschiedene Projekte und verschiedene Informationen sich gleichzeitig halt mit anzeigen zu lassen. Und wie gesagt, neu auch jetzt automatischer Refresh, sodass Sie das halt direkt als Darstellungsform für Ihr Team nutzen können. Gut, dann würde ich nochmal ganz kurz letzten Minuten warten, ob wir noch Fragen haben. Ansonsten freue ich mich für die Teilnahme von Ihrer Seite. Martin, welche neuen Filter sind hinzugekommen? Gibt es neue Filter? Neue Filter. In den Dashboards haben wir die Möglichkeit zum Beispiel geschaffen, dass wir jetzt auch die Ausführung von Testfällen und Testszenarien dort mit nutzen können. Auch eine wichtige Sache mit. Filter in dem Bereich hier vorne, in dem Navigationsbereich mit. Also die Filter sind ja frei definierbar. Was meint die Frage vielleicht, was da noch neu gekommen ist? Also die Möglichkeit, hier diese Ansichten entsprechend zu verwalten. Haben Sie da jetzt komplett frei zu gestalten? Ansonsten, ich glaube, die Frage bezog sich auf Dashboard. Genau. So, wir haben die Möglichkeit, hier die Filter in der Konfiguration noch mit zu nutzen. Und zwar kann ich hier zum Beispiel einen Filter zum Beispiel aus einer Navigationsbereich halt mit nutzen. Oder ich kann mir den auch komplett hier mit zusammenbauen. Das heißt, ich könnte hier jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel nur etwas sehen, das hier jetzt, sagen wir mal, automatisiert gleich. Ich weiß nicht, true, ja, was auch immer da noch mit reinkommen muss. Mache ich mal ein bisschen größer. Also Automatisierungsgrad halt größer, zum Beispiel 50%, oder was wäre dann vielleicht eine sinnvollere Abfrage, sagen wir mal Signifikanz oder Besitzer bin ich oder Ähnliches mit. Also ich kann halt entsprechend hier die Filter direkt hier drinne bearbeiten, so wie ich das auch in dem Navigationsbereich mitmachen kann. Und falls ich schon einmal was im Navigationsbereich halt hier mit angelegt habe als Ansicht, dann kann ich den Filterstring, der sich hier hinter verbirgt, direkt halt mit auswählen. Ansonsten ist es genauso, als wenn ich eine neue Ansicht hier für mich konfiguriere, habe ich halt die volle Möglichkeit, mir diesen Filter halt zurechtzubauen und entsprechend da dann halt für mich das zu sehen, was für mich relevant ist. Beantwortet das die Frage? Ich hätte noch eine kurze Info zu den Gruppierungen, also zu den Gruppen in der Dashboard-Auswahl. Die war auch relativ gering, sage ich jetzt mal. Und ob es da jetzt mehr da an der Stelle gibt. Ja, da sind ein paar mit hinzugekommen. Müsste ich selbst nochmal mit nachschauen, welche das jetzt mit gewesen sind, die ich dort dabei mit habe.
Wichtig für uns war zum Beispiel halt eben gerade der Status der Ausführung von Testszenarien, von Testfällen, mit die hinzugekommen sind. Also die Liste ist hier nochmal gewachsen. Das ist jetzt das, was ich hier zum Beispiel für den aktuellen Testfall gerade mit sehen kann von dem Datentypen. Ansonsten ja, ist da eine ganze Menge, nach dem ich halt weiter gruppieren kann. Okay, danke. Gerne. Martin, kann im Widget nach mehr als einem Feld gruppiert werden? In dem Dashboard, ob nach mehr als einem Feld gruppiert werden kann, das ist zurzeit nicht möglich. Er macht das hier nach genau einem mit. Sie könnten sich noch ein weiteres Widget dann halt mit anlegen, dass die Information nach einer anderen Gruppierung mit hat, allerdings nicht nach zweien gleichzeitig. Okay. Martin, hast du noch Punkte, die du uns zeigen möchtest? Ich gehe noch mal kurz meine Liste durch. Ich glaube, das waren jetzt schon die spannenden Dinge, die ich Ihnen hier mit zeigen wollte. Wir liegen auch haarscharf in der Zeit. Also von daher ist alles gut. Fragen? Gibt es noch weitere Fragen? Schade, ja. Es ist aufgenommen. Wenn es im Chat keine weiteren Fragen gibt und auch am Telefon nicht mehr, Martin, wenn du durch bist, dann danke ich Ihnen allen sehr herzlich. Wir freuen uns riesig auf das neue Release. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck am nächsten. Wichtig ist in Bezug auf die Punkte, hat Martin Koch bereits erwähnt, das ist das agile Board. Und dann wünschen wir allen Beteiligten viel Erfolg, weiterhin gute Arbeit mit Aqua. Und wenn irgendetwas sein sollte, Sie wissen, wie Sie uns erreichen. Wir freuen uns immer auf Ihr Feedback und wir bleiben am Ball für Sie. Herzlichen Dank und einen schönen Donnerstagabend und vielleicht ist noch nicht so früh, schönes Wochenende zusammen. Dankeschön. Danke auch von meiner Seite. Ciao.